Harpy und Flederbisch ins Deck zu legen. Mann, ey, es war doch so knapp. Ich hab doch Seto besiegt. Nein. Es hatte so ein Glück gegen Seto. Verdammt, dieser blöde Dark Knight. Ich hasse den Typ mit seinen blöden Fallen, ey. Ich werde Harpy und Flederbisch ins Deck legen, wenn ich gegen ihn spiele. Damit ich seine blöden Fallen und so losfällt. Diese Fallen, die ruinieren mir das, ey. Diese verdammten Fallen. Ich muss direkt halt in Spielzug 1. Spielzug 1 brauche ich direkt starke Monster. Weil da hat er noch keine Fallen draußen und wenn er keine Monster hat, dann legt er ja keine Fallen. Oh, diese dummen Fallen von diesen dummen, ey. So, jetzt erstmal wieder. Neko und Sebek. Ja, ist ein guter Start. Schwarzer Magier, ist nice. Machen wir mal Mars. Was macht der Werteherr? Der Werteherr spielt im Verteidigungsmodus. Ja. Ist gut. Donnerdrachen. Machen wir mal Pluto. Reicht das? Komm, es reicht. Ja. Yep. Ja, die Fallen sind so nervig, ey. Die Fallen von Dark Knight. Ich brauche halt wirklich in Turn 1, in Runde 1 direkt ein starkes Monster. Wäre ich direkt spielen sollen. Ich hatte aber Angst vor, was er spielt. Aber dann kam nur Cosmoquin. Cosmoquin war aber eigentlich gar nicht so eine große Gefahr. Da war ich vielleicht ein bisschen zu feige. Bitte, lass mich doch einfach gewinnen, ey. Da ist so, dass man 6 Mal am Stück gewinnen muss. Da ist einfach so unfair. So, das erste Duell wäre geschafft, aber Sebek und Neko sind wirklich lächerlich. Die sind einfach. Sanki. Bei mir, ich fand immer, das sah bei Sanki so aus, als hätte er kein Schwert in der Hand. Also kein Samurai-Schwert, sondern ein Handy. Sah für mich immer so aus. Ich dachte immer, das ist ein Handy, so ein Handy mit Antenne. Ich habe nie realisiert, dass das ein Schwert sein soll. Ein Samurai-Schwert. Ich dachte halt wirklich, es ist einfach nur ein Handy mit einer Antenne. Okay. Ja, schaut euch an, das ist auch mal ein Start, mit dem man leben kann. Direkt hier 3-5. Das wäre gegen Seto natürlich viel zu schwach, aber ist klar. So, ich glaube, von denen ist die stärkste Karte der Totenkopfritter. Mit 3150 mit Yami. Ja, hier der Drache. Komm, dann power ich den Drachen mal auf. Nice. Was für ein Sternzeichen hat der? Neptun. Hauen wir das Ding mal weg. Ja, der Totenkopfritter, die stärkste Karte. Ja, so Antennenhandys. Damals. Okay, hier der dicke Totenkopf. Schädeltreffer. So, weg. Bam. So, dann werden Sebek und Neko weg. Dann kommt halt bei Heißen wird's wieder ein bisschen gefährlich. Ja, mich ärgert das so, ey. Ah, ich muss es schaffen. Was kriege ich? Teufelsphantom. Okay, was ist das? Nutzlos, aber... Ja, es ist zu 99% nutzlos. Ich werde einmal Harpy und Flederbisch gegen Dark Knight ins Deck nehmen. Ja, ich werde sterben, ich weiß. Nochmal, ist das... Ey, Controller. Ja, nutzlos. Dieses Wesen herrscht über die Verdammten und trägt einen nachtschwarzen Wrack. Frack. Gebt mir jetzt was Gutes. Ich brauche mindestens 3800 Angriffspunkte, damit ich über einen Torwächter hinwegkomme. Nur er hat irgendwas mit Sonne.
Es wären nur 3650. 365, das reicht nicht aus. Das reicht doch nicht aus, verdammter. Das reicht nicht, das reicht nicht. Das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Ja, der dicke Torwächter war klar. 375. 375. Wo ich ein falsches Datum stehe. Verdammt. Also ich überlege mal, wenn ich einen Donnerdrachen nachziehe. 2,8. Nee, kann ich auch sein lassen. Mann, verdammt. Ich brauche ja noch eine Ausrüstungskarte. Verdammt, 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 ich verliere schon wieder gegen die blöden Heißen. 375, wie soll ich gegen 375 ankommen? Bitte, gebt mir jetzt was. Gebt mir was, was ich brauche, bitte. Meteor B-Drache, okay, gut. Damit hätte sich das erledigt, damit habe ich gewonnen. Sonne natürlich. Hau den. Ja, komm, dann mache ich mal wieder einen 3D-Kampf. Viel Spaß. Ja, damit wäre der Torwächter besiegt. Okay, bett jetzt nichts Fieses. Okay, das ist okay. Solange nur Monster spielt, ist okay. Soll ich den nochmal aufpowern? Nee, mach ich nicht. Es reicht so, es passt schon. Der ist stark genug. Sonne, okay, gut. Ah, der weiße Drache. Ich muss halt die Final Six besiegen. Das sind 6 Duellanten. Ich muss 6 Duelle am Stück gewinnen. Ja, und wenn ich halt verliere, muss ich halt wieder von vorne anfangen. Das hat das Blöde in Forbidden Memories. 6 Duelle am Stück gewinnen. Wenn ich einen der 6 Duelle verliere, ist es halt wieder vorbei, ne? Das ist so blöd. Machen wir so. Das ist gerade Duell Nummer 3. Gegen Heißen. Jetzt muss ich noch gegen Seto einmal gewinnen und dann gegen Dark Knight zweimal. So, Heißen wer besiegt. Klingensturm, was war nochmal das? Bei den Dark Knight muss ich auf jeden Fall ein Harpien Flederwischungsdeck nehmen. Jetzt kommt Seto, er ist am schwersten. Seto ist am allerschwersten. Ja, er ist der harte Brocken, weil er den Ultra-Drachen hat mit 4500. Ich brauche über 4500 Angriffspunkte gegen ihn. Bla bla bla, so viel Gelaber. Bitte gib mir jetzt was Starkes. Ich brauche über 4500. Bitte.
Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Klingensturm, okay, das ist dieser Tornado. Bitte, 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 gebt mir gute, gebt mir gut, gebt mir Meteor, B-Drachen und Megamorph. Sowas brauche ich. Bitte, 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 bitte. Was ist das für ein Müll? Was ist das für ein Müll? Das ist der absoluteste Müll. Das ist alles Schrott. Das ist alles Schrott. Das kann ich alles nicht gebrauchen. Das ist alles Müll, ey. Alles Müllkarten. Nein. Ja, ich muss auch Raigeki wegknallen. Boah, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Der knallt mir jetzt einen 4500er hin. Der knallt mir jetzt den 4-5er hin. Ja, genau den 4-5er, den meine ich. Bitte, bitte, gib mir etwas Gutes. Megamorph, okay. Das reicht aber noch nicht. Damit kriege ich nur... Wie viel würde ich hinbekommen? Ich glaube 3800, ne? Ja, 3800, das reicht nicht. Das reicht bei Weitem nicht. Ja, komm. Donnerdrache nutzt mir nichts. Weg mit dem Donnerdrachen. Ich brauche den Meteor B-Drachen. Bitte, gebe mir den Meteor B-Drache. Bitte, 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 aua. Bitte, gib mir den Meteor B-Drache. Bitte, bitte, bitte. Ja, toll. Gib mir den Meteor B-Drache oder es ist aus. Aha. 4800, ne? Das wird, glaube ich, zu 4800. Das müsste passen. 4800, richtig? Ja, 4800. Okay, okay, okay. Dann machen wir da mal ein 3D-Battle zur Feier des Tages. Pluto. Jetzt nicht Mond machen, das wäre dumm. Okay, 3D-Battle hier. Damit wäre der Ultradrache besiegt. Wenn er jetzt irgendwie seinen anderen Ultradrachen aufpowert, dann bin ich tot. Bitte, power jetzt nicht deinen Ultradrachen auf. Das wäre wirklich das Schlimmste. Okay, er hat's nicht gemacht. Puh. Er hat's nicht gemacht. Zum Glück. Okay, 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 okay. Das ist bestimmt auch der Ultradrache, ne? Wenn ich da jetzt reinrenne, das wäre dumm. Ich leg einfach mal jemanden im Verteidigungsmodus. Kann ja nicht schaden. Ja, so, der zweite ist auch weg. Gleich sind alle Ultradrachen besiegt. Er hat noch einen Ultradrachen. Ein einziger Ultradrache. Okay, er powert ihn nicht auf. Ist gut. Da, Meteor B-Drache. Kein Problem. So, jetzt ein Ultradrache. Er greift natürlich nicht an. Neptun, ne? Das wird aber nicht reichen. Das wird nicht reichen. Ja, komm, dann lege ich nochmal den... ich lege mal die Peitsche. Wobei, dann macht er vielleicht was Böses, ne? Ich mach's lieber doch nicht. So. Ja, alle drei Ultradrachen sind erledigt, eliminiert. Keine Ultradrachen mehr da. Oh,
das könnte absolute Vernichtung sein. Das könnte absolute Vernichtung sein. Ich greife einfach mit einem schwachen Monster an und guck, was passiert. Wie fällig ich 1-6, ist okay. Attacke! Okay, es war keine Falle. Gut. Ich habe da die schmerzhafte Methode rausgefunden. Ja, ich hoffe, ich schaffe es. Ich hoffe, ich schaffe es. Bitte. Seto ist gleich besiegt. Das ist ja keine Falle. Ich hoffe, das passt so. Das kann ja nicht noch einer sein, oder? Okay, das ist nur der normale weiße Drache. Scheiße, er hat ja noch 4000. Ja, dann muss ich lieber einen Verteidigungsmodus legen. Das ist sicherer. Nee. Sonst vernichtet er mich noch irgendwie. Okay. Ja, nochmal ein Meteor B-Drachen hier. Nice. Gut. Seto wäre besiegt. Jetzt noch zweimal. Ich nehme mir jetzt Harpien Flederbüsch ins Deck. Sonst kriege ich wieder aufs Maul, wie eben. Harpien Flederbüsch. Damit ich seine Fallen loswerden kann. Klabauter? Was ist das denn? Klabauter 2, Klabautermann. Ja, jetzt können wir hier ganz viel. Story. Hör auf damit! Bla 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 bla. Bla bla bla. So viel rumgelaber, ey, das nervt mich. Ich muss Harpien Flederbüsch ins Deck nehmen. Ich muss Harpien Flederbüsch ins Deck nehmen. Darf nicht vergessen. Bitte. Bitte, bitte. Zwei Duelle muss ich gewinnen. Noch zwei Duelle. Bitte, bitte, bitte. Zeit bekommen, Klabauter. Verbannt das Gute in der Seele und schafft so Böses, okay? Ja, ich wollte Dings. Ich nehme dafür. Was nehme ich dafür raus? Lege raus. Komm, ich lege die Mini-Elf raus. Wo ist denn? Wo ist denn mein Harpien Flederbüsch? Wo ist er denn? Harpien Wedel. Okay. Bitte, bitte, bitte. Ja, jetzt gib mir direkt ein starkes Monster, damit ich gar nicht erst in die Bedrulle komme. Bitte. Meteor B doch, aber er hat vielleicht was Stärkeres. Aber ich riskiere es jetzt, ey. Ich riskiere es jetzt einfach. Sonne. Falls er Torwächter hat, gewinne ich nämlich. Ja. Ja, ja, ja.
Ja. Megamorph, ich mach dich platt, ey. Ich mach dich platt, du Penner. Ich mach dich platt. Weg mit dir, was immer du bist. Komm nochmal in 3D-Battle. Ja. I wanna see you in motion in 3D. Lieber Meteor-B-Drache. Ja. Ja. Komm. Zeig, was du hast. Krischow. Okay, ja, ich hab gewonnen. So, finish him. Egal, weg mit der Cosmo Queen. Die ist zwar hübsch, aber jetzt nicht mehr. Okay, letztes Duell. Jetzt kommt das letzte Duell. Bitte. Das darf nicht scheitern. Neko Girl 2, nice. Die will ich gern behalten. Das ist nicht fair. Ich kann nicht verlieren. Ich habe diese Karten erschaffen. Nein. Ich kann nicht verlieren. Los, Junge, nochmal, noch ein Spiel. Ja. Er will noch ein Spiel. Er will noch ein Spiel. Und wenn ich jetzt nicht gewinne, dann ja. Letztes Duell kommt jetzt. Ich hoffe, ich schaff's ja. Ich hoffe. Danke fürs Anfeuer. Bitte, gib mir jetzt gute Karten. Ja. Komm, ich werf den anderen ganzen Müll mal weg. Ja. Oh ja. Komm hier. Der Meteor B-Drache und direkt zwei Ausrüstungskarten. Oh, komm hier, mache ich ihn. So, weg mit dir. Was? Er hat ihn auch? Er hat ihn auch? Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Scheiße. Warum hat er ihn denn auch? Ich wusste es nicht. Das wusste ich nicht. Nein. Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass er auch den Meteor B-Drachen hat. Ich wusste nicht, ich meine, dass er einen Ultradrachen hat. Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass er den Ultradrachen hat. Ich wusste nicht, dass er den Ultradrachen hat. Ich wusste nicht, dass er den Ultradrachen hat. Ich wusste das nicht. Warum hat der? Ich dachte, der hat ihn nicht. Dann hätte ich doch nicht angegriffen. Ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht. Ich wusste das. Ich dachte nur, Seth dort den Ultradrachen. Ich dachte nur, Seth dort den Ultradrachen. Ich dachte nur, Sator den Ultradrachen. Ich dachte nur, Sator den Ultradrachen. Ich dachte nur, Sator den Ultradrachen. Bitte!
Ich will den ganzen Müll loswerden. Ich muss den ganzen Müll loswerden. Ich hab so eine fucking Angst. Ich hoffe, da kommt nicht noch ein Ultra dran. Torwächter kann ich besiegen, so, keine Sorge. Wird jetzt nicht noch ein Ultradrache, ey. Ich dachte nur, Seto hat einen Ultradrachen. Bitte, das darf kein neuer Ultradrache sein, das bin ich tot. Ist das wieder ein Ultradrache? Aber ich habe jetzt, glaube ich, genug. Das ist meine geliebte Lamoon. Oh, ich krieg ein Herz, Kasper. Komm, 3D-Battle hier. Ah, normaler. Oh, komm. Oh, das andere Musik. Oh nein, ich hab's weggedrückt. Ups. Wo sie das andere Musik ist. Hab ich gewonnen? Fuck, ja! Ja! Nach 20 Jahren habe ich das Spiel endlich legit besiegt. Ja, ja. Nach über 20 Jahren. Ja, 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 ja. Endlich, ich habe das Spiel geschafft. Ah, nach über 20 Jahren. 23, glaube ich. Nein, nicht schon wieder. Boah, das war ein Schrei. Ja, endlich, ich habe das Spiel legit besiegt. Ja. Endlich. Oh, ein Safe State. Ja, da bin ich. Ja, genau. Yu-Gi-Oh! Ja, ich hab's geschafft. Kann ich speichern, leider. Nein. Leider haben wir unsere Lamu nicht benutzt im finalen Duell, das ist ein schade. Wir hätten im Ender vorhand aber nicht benutzt. Ja, aber endlich ist Forbidden Memories legit geschafft. Ohne Cheats, ohne Mogelei, richtig legit. Legit. Damit bin ich bereit für die Early Day Collection, die am 27. Februar erscheint.
Und Yu-Gi-Oh! World Championship 2007 wird natürlich auch noch weitergehen. Und ja. Oh, endlich habe ich es geschafft. Endlich habe ich es geschafft. Das, Yamatos Drachenrolle. Ja, am Ende der Ultradrache hat mir nochmal richtig Angst eingejagt, ey. Der Ultradrache, der. Hat mich nochmal richtig schockiert. Vielleicht will ich auch schlafen gehen, weil ich bin müde. Sehr müde. Der Babydrache. Ja. Ja. Kommt da noch was? Hallo? Ich glaube, da kommt nichts mehr, oder? Ja, Leute, dann habe ich es geschafft. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, tschüss.